Hallo, hier ist der Treiber. Ich wollte mal zeigen, wie man bei der Diva, bei der XJ600 den Tank ausbaut. Dann wollen wir mal loslegen. Alles klar. Da ist ein Schläuchelchen. Und da ist ein Schläuchelchen. Abziehen. Und jetzt kommt der Benzinhahn. Da ist hier drin eine Kreuzschlitzschraube. Und der muss ab, weil man den Tank sonst nicht rauskriegt. Und nicht vergessen, den Benzinhahn nicht auf Pri, auf Durchfluss. Wenn man die hier abzieht, die Schläuche, dann kommt Benzin raus, also auf On. Da kann auch kein Benzin rauskommen. Gut. Dann wollen wir die hier mal lösen. So, dann lösen wir den mal. Schon ab. Na, ist das ganze Teil. Mehr ist das nicht. So. Schläuche abmachen. So eine Klammer zusammendrücken und rausziehen. Komm schon. Der ist ab. Kann man auch nicht vertauschen, weil die sind unterschiedlich dick. Ach, komm schon. Ein paar Tropfen Benzin, aber mehr kommt da nicht. Wo ist da denn der dicke Schlauch? Hier ist er doch, da ist er. Ein paar Tropfen, aber mehr braucht man nicht. So. Jetzt die Sitzbank auf. So, wir sind eigentlich theoretisch nur noch zwei Schrauben, dann können wir den Benzintank abmachen. Ist hier vorne eine Schraube und hier ganz vorne eine Schraube. Hier mal anfangen mit der Schraube hier. So sieht der Halter aus. Mehr ist das nicht. Und jetzt die vordere Schraube. Vorne ist 8, hinten ist 13. Oh, ich habe nichts vergessen. Normalerweise müsste man den Tank eigentlich so abziehen können. Dann wollen wir mal schauen.
das Stück. Ich baue ihn deswegen ab, weil ich meinen Luftfilter muss. So, ich schaue mir den mal weg. Jo, das war's. Bis dann, euer Driver.